Hallo und herzlich willkommen. Heute gucken wir uns endlich das Unterkunftszentrum an. Ich muss aber leider gestehen, ich war da schon drin. Mir ist nämlich ein Malheur passiert. Als ich das Video fertig bearbeitet hatte, hatte ich noch was anderes erledigt und habe das leider überschrieben. Das macht aber nichts, weil das wirklich nur dieser Part ist. Ich bin noch oben da bei den Steinen lang gelaufen, um zu gucken, wie weit man auf der Map kommt. Aber ich gehe hier rein für euch und dann gucken wir uns das nochmal alles an. Ich halte diesen Ort für mögliche weitere Besucher sauber. Okay, ja, da kommen bestimmt noch ein paar vorbei. Mehr ist das nicht. Ich bin gerade beschäftigt. Oh, was war das noch gleich? Ja, manchmal redet der so komisch, weil irgendein Chip bei ihm da nicht mehr so ganz in Ordnung ist, aber... Ich bin gerade beschäftigt. Oh, was war das noch gleich? Ja, mit Putzen wahrscheinlich. Ja, daran kann ich mich auch ganz oft nicht erinnern. Was war da noch putzen? Kenn ich nicht. Ich muss Let's Plays aufnehmen, weiter geht's. Also der hat mir noch ein bisschen was über die Unterkünfte halt erzählt und hat mir dann noch so ein Ressourcenpaket, glaube ich, geschenkt mit den ersten Materialien. Aber hier war ich noch nicht. Das war mir zu viel Text. Das können wir uns jetzt zusammen angucken. Eine der nachfolgenden Optionen wäre, achso, so, Unterkunft Info Hub. Willkommen beim Unterkunft Info Hub. Grundsätzliche Informationen ist für mich wahrscheinlich auch ganz interessant. Dann weiß ich, wie ich dann das im Camp bauen muss. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Das wollte ich dann mit euch zusammen. So, Unterkünfte sind Erweiterungen ihres Camps, die sie beliebig anpassen können. Sie eignen sich perfekt für begeisterte Architekten und alle, die ein wenig Ruhe und Frieden vor den Gefahren von Appalachia suchen. Unterkünfte haben jedem etwas zu bieten. Errichten sie dank unserer gelockerten Werkstattregeln Bauten, die der Schwerkraft trotz... Was? Cool! Richten sie ihr neues Zuhause mit den schönsten Möbeln in Appalachia ein oder entwerfen sie ein verrücktes Labyrinth voller Fallen, um Einbrecher abzuschrecken. Das ist ja witzig. Bauen in Unterkünften. In Unterkünften baut es sich ein wenig anders als im restlichen Appalachia. Um unsere Kunden die totale Kontrolle über ihre Unterkünfte zu bieten, haben wir einige Werkstattregeln geändert. Nutzen Sie die gelockerten Einschränkungen beim Einrasten und Stützen, um unmögliche Bauten zu errichten, oder heben Sie die Schwerkraft komplett auf und platzieren Sie in der Luft schwebende Gegenstände. Geil! Wer lieber traditionell baut, kann die Regeln zum Einrasten in der Werkstatt jederzeit wieder aktivieren. Das ist ja ein cooles Feature. Bitte beachten Sie, dass manche Kategorien wie Nahrung, Wasser, Verbündete und Ressourcen in Unterkünften derzeit nicht verfügbar sind. Ja, schade. Unterkunft Eingänge. Nach der Registrierung als Unterkunftbesitzer erhalten Sie Ihren ersten Unterkunftseingang. Platzieren Sie diesen Zugang zu Ihrem neuen Zuhause in Ihrem Camp. Jede Unterkunft verfügt über einen Eingang. Sie können alle Ihre Unterkünfte jedoch mit mehreren davon ausstatten. Sie können Ihre Unterkunfteingänge in Ihrem Camp in Appalachia platzieren oder in anderen Unterkünften, sodass ein Ketteneffekt entsteht. Während Sie bauen, können Sie Ihre Unterkunfteingang verriegeln, falls Sie Ihre Ruhe haben wollen. Oder Sie lassen ihn für Besucher offen. Bitte beachten Sie, dass die Schlösser von Unterkunfteingängen geknackt werden können. Oh! Ja, das ist dieser Einbrecherskill wahrscheinlich. Das Unterkunftszentrum haftet nicht für den Diebstahl persönlicher Gegenstände. Mies. Aber wenn da eine Truhe drin ist, dann ist das doch bestimmt trotzdem sicher, oder? Naja. Können wir ja noch alles ausprobieren. Geselligkeit in Unterkünften. Wir vom Unterkunftszentrum haben für das Bedürfnis, Gäste zu unterhalten, vollstes Verständnis. Es gibt für Unterkünfte keine maximale Anzahl an Personen. Boah, 50 Leute einladen. Also laden Sie so viele Freunde und Nachbarn ein, wie Sie wollen. Sie können sogar vorbeikommen, während Sie in Appalachia unterwegs sind. Solange es einen Unterkunftseingang in Ihrem Camp gibt, können Besucher Ihre Unterkunft erkunden. Also wenn ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf habe, dann packe ich das Ding einfach wieder weg. Ist die Unterkunft dann trotzdem noch weiter, so wie ich die eingerichtet habe? Muss ja, oder? Ich hoffe. Unterkünfte unterstützen die Teambildung. Sie können mit ihren Teammitgliedern also beliebig zusammenarbeiten, um den Untergrundunterschlupf ihrer Träume zu bauen. Geil! Was haben wir noch? Gewalt gegen Bewohner. Sie können in einer Unterkunft gegen andere Bewohner kämpfen. Oh nö! Wenn Sie jemanden in einer Unterkunft attackieren und dann nach Appalachia zurückkehren, werden Sie weiter als feindselig eingestuft. Ja, richtig so. Attackieren Sie jemanden in Appalachia und ziehen sich dann in eine Unterkunft zurück, gilt dies ebenso. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Sie in einer Unterkunft sterben, erhalten Sie Ihre Habseligkeiten zurück. Oh, ja, aber gut, das ist ja sowieso nur der Schrott. Haftungsausschluss.
Das Unterkunftszentrum übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die in einer Unterkunft verursacht werden. Geil. Ganz wichtig. So, da stand ja gar nichts mehr auf der Seite. Okay, Freunde finden. Für uns ist Teamwork der Schlüssel zum Erfolg in Appalachia. Darum haben wir dafür gesorgt, dass die Unterkünfte von Teammitgliedern jederzeit leicht zu finden sind. Sollten die Unterkunftseingänge ihrer Teammitglieder in deren Camps offen stehen, sehen Sie diese ganz einfach auf Ihrer Karte. Ja, ich denke mir dann immer das Wort, okay. Möchten Sie die Unterkunft eines Teammitglieds besuchen, so reisen Sie zu dessen Camp und gehen dann durch den Eingang und eine Unterkunft verlassen. Schade, dass Sie gehen müssen. Wenn Sie in Appalachia zu tun haben, können Sie über den eingebauten Ausgang der Unterkunft an die Oberfläche zurückkehren. Falls Sie in Ihrer Unterkunft oder der eines anderen Spielers hängen bleiben, können Sie sie stets über Ihre Karte verlassen. Die Reisekosten sind genauso hoch wie für eine Reise von Ihrem Camp zum gewünschten Zielort in Appalachia. Das ist schon mal gut zu wissen. So, was haben wir noch? Kommunikationsaufzeichnungen. Ist da irgendwas Wichtiges drin? Das interne Netzwerk von Vault 51 ist nicht verfügbar. Sie besitzt nicht die passende Freigabe, um dieses Netzwerk zu kontaktieren. Zeitüberschreitung der Netzwerkverbindung. Oh, feier. Test. Kannst du mich jetzt hören? Netzwerk nicht erreichbar. Das scheint aber alles nicht so interessant zu sein. Kannst du mich da drin hören? Ah, anscheinend nicht. So, es geht weiter. Wir können nicht hierbleiben. Es wird bitterkalt und wir hatten bei der Suche nach Nahrungsmitteln kein Glück. Das wird meine letzte Nachricht im Netzwerk des Unterkunftszentrums sein. Wenn das jemand sieht, such uns. Oh, neue Quest. Wir heißen Jameson Grillo und Aaron Brady. Wir gehen den Potomac entlang nach Süden. Potomac? Was ist das, ein Fluss? Nach Süden, hoffentlich in wärmeres Klima. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Mr. Clark zurückzulassen, aber er will unbedingt auf seinem Posten bleiben. Hoffentlich zerfällt der arme Kerl beim Warten auf den Kunden, die niemals kommen, nicht zu Rost. Wir sehen uns da draußen. Jameson. Ja. Toll, noch eine Seite nur für den Namen. Noch ein Versuch. Unser Bot meint, das Netzwerk wäre noch funktionsfähig, aber seit letzten Monat herrscht Funkstille. Appalachia ist hinüber. Wir haben seit Wochen keine Spuren von Leben gesehen. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch durchhalten können. Wir haben versucht, in Vault 51 zu gelangen. Allerdings ist er fest verschlossen. Ja, Vault 76 jetzt leider auch. Selbst das Kommunikationsnetzwerk ist von außen nicht zu erreichen. Ich habe immer noch nichts von meiner Familie gehört. Mittlerweile dürfte wohl ziemlich klar sein, warum. Falls da draußen irgendjemand ist, hoffe ich, dass du mehr Glück hattest, Jameson. Ist da irgendwo jemand? Irgendjemand, der noch im Netzwerk ist? Hier ist Jameson im Unterkunftszentrum von Appalachia. Irgendwas Verrücktes ist passiert. Irgendein Angriff. Ich kriege keinen Kontakt zu meiner Familie oder dem Büro. Bitte, irgendjemand muss da draußen sein und das erhalten. Ich bin mit einem anderen Techniker und dem Bot des Unterkunftszentrums hier unten. Wir bleiben so lange wie möglich drin, zumindest bis die Telefone wieder funktionieren. Hoffentlich geht das alles schnell vorbei. Und das war das letzte. Nee, einen haben wir noch. Der Verkaufstext, ganz wichtig. Den gucken wir uns auch an. Jameson, nachdem das System jetzt funktioniert, müssen wir uns um unseren Verkaufstext kümmern. Dem Marketing gefällt Unterkünfte, das Zuhause der Zukunft. Lassen gerade Werbeplakate drucken. Sorgen Sie dafür, dass Harold's Bot den Spruch auch lernt, da er mit den Kunden interagieren wird. Ein paar Leute aus der Geschäftsführung werden bald die Reise zum Unterkunftszentrum antreten. Halten Sie erst einmal die Stellung und achten Sie darauf, dass der Bot für Sauberkeit sorgt. Bis bald, Sawyer. Das war's jetzt aber. So, und jetzt haben wir noch Ravens Notizen. Passwort korrekt. Protokolle. Die lese ich jetzt aber nicht alle vor. Da könnt ihr wieder Pause machen und euch das selber durchlesen. Das ist echt ganz schön viel Text, ey. So, Nummer 3. Der hat sich irgendwie den Vault 51 angeguckt. Eintrag 4. Es war nicht alles automatisiert. Und Nummer 5. 6. Da ist 6 wieder. Das stand doch auch auf seinem Zettel. 6. 6 müssen wir auch noch killen. Oder ist er gut und er meint nur, der ist böse? Ah, ein Spion. 6, der Spion. Oder so ein Hypermutant. So eine, wie nennt man das denn? Eine Mutation von Mutanten. Mutationsmutant.
Das wäre auch geil. Achso, und was man noch machen kann, hier zum Beispiel, wenn hier A-Brücken, wenn hier so ein Automat steht oder irgendwie, oder vielleicht kann man ja hier auch die Musikinstrumente machen, dann kann man hier spielen, naja, alleine ist ein bisschen langweilig, ne? Aber ist doch lustig. Ich finde das voll süß. So, ist gut jetzt. Hör auf. Falscher Knopf. So, jetzt. Vielleicht bringt das ja auch irgendwas. Bei den Instrumenten ist es ja auch so, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, AP mehr kriegt oder AP-Regeneration oder sowas, glaube ich, war das. Naja, das können wir dann ja auch noch alles ausprobieren. So, und was ich jetzt noch gemacht habe, war, hier auf der Map habe ich geguckt, wie weit man hier hingehen kann, weil ich ja dachte, hier sind ja auch so Blätter noch und hier ja auch noch ein Gebirge, dass man da noch hingehen kann. Hier zum Beispiel auch, hier hinten ist noch so ein, ja weiß ich nicht, Maulwurf, nee, das ist was anderes. Naja, aber so ein Bodenkrubbler. Bodenkrubbler, ich nenne es Bodenkrubbler, das klingt irgendwie cool. Hier weiß ich nicht. Das sieht auf jeden Fall so aus, als könnte man da hin, aber hier oben ja auch. Und das geht halt ungefähr bis zu dieser Stelle. Das habe ich mir noch angeguckt, so Crosshair, da sind irgendwelche ganz, ganz bösen Raider oder was weiß ich. Also ungefähr bei Volt 51, ungefähr auf dieser Höhe und weiter geht das leider nicht, ja. Was haben wir hier denn? Töte Snallygaster. Ist wahrscheinlich so eine tägliche Quest. Ja, soll ich euch das noch zeigen? Wir können da ja noch einmal zusammen hin, dann könnt ihr euch das ja mal angucken. Mal schauen, ob wir unterwegs noch was finden. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas Lustiges. Holz zum Braten und Kochen und Grillen irgendwie mitnehmen. Naja, also es war irgendwie ein bisschen langweilig. Aber wenn das dann so ist mit den Maps, dann will ich natürlich auch wissen, oh, wie weit geht das? Und kommt man dann auf der anderen Seite wieder raus? Also wenn man ganz weit in den Norden geht, ob man dann im Süden wieder rauskommt, das gibt es ja bei manchen Spielen auch. Naja. Und das geht halt nicht. Moment, laufe ich jetzt richtig? Ja, ich laufe richtig. Aber eigentlich wollte ich ja dahin. Ne, manchmal sind ja auch so Sachen dann versteckt irgendwie. Und deswegen gucke ich mich dann gerne um. Auch wenn das dann ein bisschen länger dauert und nicht viel passiert. Aber wie gesagt, manchmal passiert dann ja doch was Tolles. Oh, wie schön. Oh, da bin ich letztes Mal dran vorbeigelaufen. Was haben wir hier denn? Oh, Blutaler. Habe ich die denn? Falsche Waffe, ne? Oh, krass, vielleicht sollte ich mich mal auf einen konzentrieren. Mach den doch kaputt jetzt. Oh, Mann, ich und mein Skill, ey. Sieht aber echt schlecht aus. Hier, heil dich doch mal, Stimpak. Boah, krass. Ich sollte vielleicht auch mal eine andere Waffe für solche Leute hier ausprobieren. Also auswählen. Ja, nehmen wir alles mit. Wo ist hier? War doch noch einer, nicht looten hier. Kaputt machen. Oh, nein, hier, da ist er. Finn. Ich wollte mich doch nur umgucken. Müsst ihr denn immer hier mich aufhalten in meinem Part? Schläger? Ist doch gar kein Schläger, der schießt doch. Lass mal kaputt. Oh, Stimpak, das hat sich gelohnt. Und das Viech hier, der kleine Vaultboy, der da gerade links im Bildschirm zu sehen war, das ist doch tatsächlich ausweichen. Habe ich ja jetzt auf 45%, wenn meine TP unter 25% sind, glaube ich. Das ist schon ziemlich geil, Das aktiviert sich natürlich auch relativ häufig, ne? Achso, wenn wir hier gerade sind, können wir ja mal nach oben gucken, ob da noch irgendwas liegt. Irgendwas müssen die ja hier, na, verteidigt haben. Nee? Fernglas. Das können wir verkaufen. Wir haben ja schon eins. Radio. Sack ist leer. Das sieht ja witzig aus. Oh, das würde ich gerne mitnehmen. Aber war ja nix. Naja, ein paar EP noch bekommen. So habt ihr also hier gar nichts. Hier vielleicht. Das sieht doch hier. Oh, Brahmin, ja toll. Oh. Haben die den kaputt gemacht? Boah, seid ihr böse. Boah, verhauen. Oh. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, krass. Der ist schon tot, ey. Und ich ritz den nochmal voll auf. Ich bin nämlich jetzt mit einem Skier unterwegs und hab da Zacken dran gemacht. Schön hier meine Waffen immer aufwerten und meine Kleidung. So, da sind wir doch gleich. Ja. Ja, muss ich immer ganz viel dann nebenbei hier aufwerten und so weiter. Neue Sachen anlegen. 15er muss das jetzt ja auch sein. Die leveln ja hier auch alle mit. Manchmal finde ich das ganz gut, manchmal aber auch nicht. Also bei Final Fantasy 8 ist das ja auch so, dass die mitleveln und da kann man sich ja auch aussuchen, oh, kämpft man ganz viel oder lässt man das? Und ich habe immer versucht,
möglichst wenig eigentlich zu leveln. Warte, war da wieder jemand? Nee. Möglichst wenig zu leveln, damit auch der Endboss dann auch nicht so stark ist und so. Und das Problem daran ist halt, dass man ja aber auch seine Skills dann nicht levelt. Und kann man dann so sehen, wie man möchte, ne? Also entweder das Level ist halt niedriger und dadurch ist er leichter, oder das Level ist niedrig, aber seine eigenen Skills auch und dadurch ist er schwerer. Ich finde aber, Final Fantasy VIII ist trotzdem eins der geilsten Spiele aus der Final Fantasy Reihe. Aber ich liebe ja auch eher so die Retro-Spiele. So, vor allem hier PlayStation 1 und sowas, ne? So. Dann gucken wir uns jetzt hier nochmal ganz kurz das hier an. Hier schön aufgespießt alles. Oh mein Gott, oh, einer. Boah, krass. Ja, Vorsicht, da haben sie uns schon fast entdeckt. Das wollte ich euch noch zeigen. Und dann geht's hier noch an der Wand entlang. Und dann kommt der Waterpark. Boah, Leute, ist das geil oder was? Cool. Richtig krass. Ich finde das Spiel irgendwie immer geiler und geiler, ey. Boah. Jetzt müssen wir nur ganz vorsichtig irgendwie hier runterkommen. Denn da wollen wir hin. Und da sehen wir uns dann gleich. Entdecke die Toxic Valley Region. Ja, ganz böse hier. Von den Dingern müsst ihr euch... Splish-Splash, genau. Von denen müsst ihr euch fernhalten. Der eine, der hat mir fast 30 Red gerade verpasst. Und dann geht das ja auch nicht einfach so runter. Nee, gleich minus 20, 19, 18 hinterhergehauen. Da war ich nicht schnell genug. Boah, krass. Wie das hier aussieht, ey. Wafy Willards. Willards. Wafy Willards. Voll heftig. Boah, und ich bin noch voll überladen. Ich wollte ja eigentlich komplett woanders hin. Das sieht aber auch geil aus. Oh, das hätte ich ja gerne, ne? Das hätte ich ja gerne. Hier irgendwie. Gleich in meiner Nähe, meinetwegen auch so 10, 20 Kilometer entfernt. Dann fahren wir dann halt mit Auto hin. Macht ja nichts. Miss Annie. Miss Annie. Excusez-moi. Sie da. Sind Sie hier, um Freddy zu finden? Wer ist Freddy? Oh, Freddy. Freddy Krueger. Freddy ist mein kleiner Junge, der vor langer Zeit verschwunden ist. Sein Vater hat einen Peilsender an Freddy angebracht, den der Junge nicht entfernen konnte. Aber an diesem furchtbaren Tag sendete er nicht mehr. Die Polizisten haben es versucht. Es war ganz einfach, es gab Hinweise. Dann geschah all das hier. Mein Freddy wurde nicht gefunden. Ja, und weiter? Boah, das hat jetzt aber gedauert, Entschuldigung. So, soll ich weitermachen, wo die Polizei aufgehört hat? Oh ja, im Sicherheitsbüro gibt es bestimmt Hinweise. Aber Nanny kann ihre Privatsphäre-Protokolle nicht umgehen. Das Betreten des Sicherheitsbüros ist nicht gestattet. Können Sie das vielleicht tun? Da bleibt mir ja nichts anderes übrig, ne? Quest begonnen, ein ungelöster Fall. Befasse dich mit einem Geheimnis aus der Vorkriegszeit und finde heraus, was dem verschwundenen Jungen zugestoßen ist. Natürlich! Hab ja hier sonst nichts zu tun, ey. Wai, in den Pool will ich nicht. Ich möchte da oben hin. Wie kommt man da denn hin, ey? Von da und dann hochlaufen? Ich glaube, das mache ich jetzt einmal. Ich möchte da gerne hoch. Ich kann, oh, ich bin wieder zu überladen. Wie viel haben wir denn? 198. Schrott, 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 Schraubenzieher. Boah, wiegt alles nicht genug. Was habe ich denn schon wieder aufgehoben? Hier, Knochenfräser kann weg. 197. 06. Red Hirschleder. Ist aber auch wirklich alles Zeug, was ich nicht brauche, ne? Eigentlich schon. Was haben wir denn hier? Hier, Essen und Trinken, das kann doch weg eigentlich, oder? Ah. Boah, so viel Zeug. Heftig. Gewicht. Whisky. Das kann weg. 96. Ein noch.
Gewicht 025. Da, Gewicht 2. Red Hirschfleisch und tschüss. Das brauchen wir eh nicht. Hui! Das klang aber jetzt irgendwie nicht nach mir. Nuka-Cola. Hier müssen wir hoch. Ah, wir brauchen hier nicht Schlange stehen. Wir sind VIP, wir kommen hier so rein. Ist ja auf, ja, siehste. Oha. So, dann gehen wir doch hier mal zum Krokodil, zum Alligator. Ich weiß auch nicht, ist das Alligator oder Krokodil? Boah. Jetzt werde ich gerade hart getriggert, ey. Jetzt muss ich gerade voll an Silent Hill denken. Welcher Teil war das denn? 3? Da muss man irgendwie auch auf so einem Rummelplatz rumlaufen, den Schienen lang. Und auf einmal, wenn man irgendwas falsch macht oder nicht rechtzeitig rüberspringt, dann kommt voll die Bahn und erwischt einen und zack, tot. Also dann ist auch wirklich vorbei, ne? Voll krass. Voll das geile Spiel, aber schon mit ganz schön fiesen Stellen, ey. Lauf doch mal, ist bestimmt schneller. Dü, gleich sind wir da. Das wollte ich mir die ganze Zeit schon angucken. So, was ist hier los? Hier ist doch bestimmt irgendwas versteckt, oder? Boah, da sind die Dinger wieder. Hier wird das gleich angezeigt, wie die heißen. Dann hüpfen wir hier nochmal hoch. Basketball brauchen wir nicht. Hier liegt doch was. Geschichten aus den Hügeln von West Virginia. The Beast of Grafton. Okay. Die Bestie von Grafton Teil 1 und 2 auch hinzugefügt. Und Stimpak. Cool. Und was ist hier drin? Patronen. Oh, geil. Wackelpuppe. Und Jagdgewehren. Jetzt bin ich wieder überladen. Wie immer. Ah, wie immer, wenn die Parts so lange sind und ich zwischendurch nicht speichere. Ich hatte hier noch gar nicht gespeichert. Mülleimer. Ja, das war ja schön. Cool, dass wir hier reingegangen sind. Schick, schick, schick. Dann müssen wir jetzt noch was loswerden und, ja, ich entledige mich meinen Sachen. Ich kann euch ja noch einmal den Rummel zeigen. Rüste mich dann nochmal aus, pack den Schrott weg. Das sieht aber auch geil aus. Boah, da ist auch ein Viech. Kann ich mich hier raufstellen? Ja, so, dann könnt ihr euch das angucken. Genau, dann mache ich das so wie immer. Entledige mich von meinem Schrott, lager das, repariere meine Sachen. Und dann sehen wir uns hier wieder das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.